Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir werden jetzt gleich Primus Lawitz wieder verlassen. Vorher allerdings, weil ich gerade noch hier bin, schaue ich mir mal ganz kurz die Werte von dem Pferd Schattenfell an. Danach wurde ich nämlich explizit gefragt in den Kommentaren, mir das mal anzuschauen. Und damit nehme ich ein bisschen was von der eventuell geplanten Pferdefolge vorweg, die es vielleicht irgendwann mal geben wird. Also wir schauen mal kurz rein. Schattenfell, ja, hier eine Geschwindigkeit von 42, Kapazität 268, das lese ich natürlich gerne sowas. Also ich sagte ja schon, Schattenfell wäre vielleicht so ein Fall, da könnte ich mir überlegen, vielleicht Pebbles in Rente zu schicken. Mut 15 und Ausdauer 490, also alles geringfügig ein bisschen besser als Pebbles, ja, könnte man so sagen. Gut, aber im Moment ist es sowieso mitten in der Nacht. Ich hätte gern noch gehört, was der Pferdehändler denn über das Pferd sagt. Die sagen ja meistens auch irgendwie mal einen Satz über die Pferde. Das hätte mich in dem Fall natürlich auch interessiert jetzt, aber da werden wir auf die entsprechende Folge mal warten müssen. Jetzt gerade ist es spät in der Nacht. Ich glaube sogar ziemlich genau, naja, 1 Uhr morgens. Als ich eben angemacht habe und hier runtergelaufen bin, war es Mitternacht. Aber wenn wir irgendwann wieder bei Tage hier sind oder ich halt diese Pferdefolge mache, dann werden wir uns anhören, was der Pferdehändler sagt. So, ich habe überlegt, was wir als nächstes machen. Und ich hatte ja gesagt, wir haben jetzt die Sachen zusammen für die Maskerade-Quest. Allerdings habe ich mir dann überlegt, nach einem Blick auf die Karte jetzt gerade, ich möchte ja eigentlich jetzt erstmal auch ein bisschen in Richtung Scarlets wieder. Wir haben da ja noch hier die Quest unter Tage, wo wir mehrere Dinge uns anschauen sollen, in welchem Zustand die sind. Und hier hinten sitzen noch die Briganten, die wir besiegen sollen. Und dann fand ich es ein bisschen albern, wenn wir jetzt gerade hier oben bei Primus Lawitz sind, wo hier quasi ein wunderschöner Weg rüberführt, erst noch einen Umweg nach hier unten zu machen, um diese Maskerade-Sache abzuschließen, fand ich jetzt ein bisschen albern. Deswegen machen wir das irgendwann später, wenn wir wieder hier unten in der Ecke sind oder bei Thalmberg. Und ich würde sagen, wir brechen jetzt auf in Richtung Scarlets und schauen uns dann eben hier die Untertage-Quest von Herrn Ratzig bzw. Von Tobias Pfeiffer an und auch die Briganten, die hier hinten sitzen, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Die sitzen noch hier unter der Wolke quasi, da bin ich auch mal gespannt. Also wir werden jetzt mal Richtung Scarlets reisen und uns in dem Gebiet ein bisschen aufhalten. So, hier ist unser Bienenvolk oder unsere Bienenvölker. Ach guck mal, da sieht man sie sogar. Sieht man hier sogar fliegen und man hört sie natürlich. Ja, selbst mitten in der Nacht. Ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist, ob Bienen nicht auch irgendwie Ruhezeiten haben. Aber es heißt ja fleißig wie die Bienen. Vielleicht kommt das daher, dass die Tag und Nacht beschäftigt sind. Da ist mein Pferd. So, ich glaube, das ist dieser Weg hier, diese Straße am Bäcker vorbei. Wenn die hier hinten weitergeht, kommen wir dabei eventuell genau auf Scarlets zu. Ja, das sieht gut aus von der Richtung. Das nehmen wir. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon jemals richtig lang gereist bin. Also hier sind zwar keine Wolken mehr, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich bin halt nur um das Lager rumgeschlichen damals, als wir den Ort auskundschaften sollten. Ah, guck mal hier. Siehst du, hier bin ich nämlich zum Beispiel noch gar nicht gewesen. Und hier ist auch wieder so ein... Ach, Mann. Ah, so Dinge... Hier haben wir auf jeden Fall ein Sühnekreuz jetzt gerade entdeckt. Ja, das kann ich nicht lesen. Mein Hund bellt. Hat das was... Hat das konkrete Gründe? Ah, hier sind wieder so Trampelpfade. Immer wenn man denen folgt, läuft man entweder in Gegner rein oder kommt zu interessanten Orten. Und schon lasse ich mich ablenken von meiner eigenen, eigentlichen Mission, die ich vorhatte. Da hinten ist auf jeden Fall Licht. Ach, das ist der Mond, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das ist ein merkwürdiges Licht. Das sieht mehr aus wie Scheinwerfer als Fackel oder Feuer. Aber das könnte der Mond sein, der durch die Bäume scheint. Ich habe den Rabenschnabel wieder ausgerüstet. Jetzt überhaupt wieder mein Abenteuer-Outfit quasi. Geht der Weg hier rüber? Nee. Doch, doch, der geht irgendwie hier lang. Ah ja, hier. Hier geht's weiter. Okay, der ging auf beiden Seiten um diesen Busch drumherum.
Ah, Hasen sollen wir jagen für Thalberg? Aber wenn ich jetzt hier damit anfange, werden die sowieso nur schlecht. Lauf doch einfach abseits des Weges, Tier. Das ist aber ein langer Trampelpfad hier. Vielleicht war das auch ein richtiger Weg. Oh, doch, hier ist ein interessanter Ort. Und jetzt wird der Hund doch sehr konkret. Ja, da hinten sind auf jeden Fall. Ah, und sie haben uns gesehen. Ich wusste es doch. Also, ich habe den Rabenschnabel ausgerüstet, aber ich habe mal wieder keinen Helm an. Fällt mir dabei gerade ein. Kann ich zum Glück noch nachholen. Und ich würde eigentlich gerne irgendwo hingehen, wo mehr Platz ist. Ach, dieses selbstmordgefährdete Karnickel hier. So. Das machen wir mal aus, damit die uns nicht so gut sehen. Aber dann trinken wir das hier, damit wir alles gut sehen. Ach, ist das toll. Ha, ich liebe es. Schleichen wir mal. In voller Rüstung, ich weiß, ich weiß. Ist nicht das Cleverste, was man tun kann. Wie gesagt, den Rabenschnabel habe ich wieder ausgerüstet und wie man mir auch zu Recht in den Kommentaren geschrieben hat, ist es sinnvoll, dazu vielleicht dann auch ein Schild auszurüsten, weil man mit dem Ding natürlich nicht besonders gut blocken und parieren kann. Da muss ich euch recht geben, deswegen habe ich auch den Schild ausgerüstet, den wir im Turnier gewonnen haben und von Herrn Hanusch bekommen haben. So, wo sind die denn? Ah, die haben auch Hunde mal wieder. Das ist natürlich immer etwas unschön, weil die Hunde mich immer mitkriegen. Egal wie unauffällig ich mich verhalte. Wie ich aber einfach auch klappere. Schau mal, hier ist so eine Bank im Wald. Nein, hier ist niemand. Da läuft der andere Hund. Okay, ja, ich glaube. Nein, die haben mehrere Hunde und die gehen auf meinen Hund los. Nein! Oh nein, jetzt habe ich meinen Hund erwischt. Ach, ist doch nicht wahr jetzt. Das Ding kann man ja richtig schlecht steuern hier. Nein! Nein! Mein Hund! Oh mein Gott! Oh nein, mein Hund ist weg und die beiden anderen sind noch da. Das geht ja gar nicht. Oh, du bist aber schlecht gerüstet. Hättest du dich noch anziehen können? Was ist los? Dreckige Misthunde. Streitkolben verbessert. Oh, erlege bei Nacht einen Hund. Oh, das habe ich jetzt zufällig gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht, wirklich. Hä? Warum habt ihr alle keine Rüstung an? Normalerweise stehen die doch auf und haben sofort irgendwie auch Rüstung an oder so. Die habe ich hier wirklich nachts erwischt. Sonst noch jemand? Wo ist mein Hund? Yogi? Yogi? Oh, hier schießt noch jemand. Wo? Hier irgendwo. Da. Da steht einer. Da steht ja einer. So, ich glaube, mein Hund ist weggelaufen, fürchte ich. Oh ja, das war ein mieser Kampf und dann habe ich ihn auch noch erwischt. Oh, wie böse. Das geht ja gar nicht. Oh, Folgsamkeit null, ja, ich sehe schon. Oh nein. Mein armes Hündchen. So, wenn ich jetzt eine Fackel anmache mit dem Trank, ist das eine gute Idee? Naja, funktioniert soweit. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie der Helligkeits-Overkill. So, und schon packe ich mir wieder das Inventar voller Zeug. Das sollte ich eigentlich nicht tun. Oh, ein Silberring. Hey, leckere, gute Dinge. Teure Sachen zum Verkaufen. Schöne Dinge hier. Hirschleder, naja, den nehmen wir mal mit. Den einen Pfeil hier. Jagdpfeil. Ah, das andere Zeug lasse ich einfach liegen. Ich hätte das sowieso nicht machen sollen. Jetzt hier dieses Lager mir anschauen. Schon allein deshalb, weil ich dann gleich schon wieder überlastet bin und schon überlastet nach Scarlet's komme, wo ja potenziell auch noch so einiges zu holen sein wird. Was ist das hier für eine Axt? Das ist doch nicht die. Ah, guck mal, hier liegt noch ein Jagdpfeil.
Jagdpfeile können wir als Jäger ja wohl schwere Streitaxt. Das Wort schwer stört mich natürlich ein bisschen daran. So, oh, ja, Kommunionskelch, Silberkelch. Na naja, gut, der Silberkelch ist tatsächlich gar nicht so wirklich viel wert. Diese Dinge. Hey, Hasenfleisch. Ah, das kann ich gleich meinem Hund geben, falls er wiederkommt. Bring dem Thallenberger Kämmerer Hasenfleisch. Eins von 150. Ich glaube ja nicht. So, jetzt haben wir sogar hier den Hund bei Nacht gehäutet. Das ist widerlich. Oh, ich höre, das sind doch Wölfe, oder? Und ich bin schon überlastet. Surprise, surprise. So, mal das Äpfelchen noch mitgenommen, als Zeichen des guten Willens, dass man sich gesund ernähren möchte. Essen werde ich es wahrscheinlich sowieso wieder nicht. So, schauen wir uns mal kurz an, wie die Herren hier gehaust haben. Hier gibt es auf jeden Fall eine Kiste, die ich sogar öffnen darf. Oh, Zeug drin. Oh nein. Furchtlos. Ein besonderes Schwert. Langschwert. Wer auch immer furchtlos in die Schlacht führt, lässt vor dem Kampf alle Ängste fahren. Ein robustes Langschwert, das sogar Felsen entzweien könnte. Diese Klinge übersteht auch einen rabiaten Kampfstil, aber ihre Angriffseigenschaften sind ein wenig eingeschränkt. Okay. Aber, ah, nein, halt. Oh, schon ist das Hasenfleisch um, glaube ich. So, jetzt nochmal. Das nehmen wir mit. Ja, ach, diese ganzen Dinge. Aber wir brauchen ja Geld. Wir brauchen ja Geld. Eigentlich generiert unser Ort jetzt schön Geld jeden Tag. Ach, so viele tolle Sachen. Ich bin gnadenlos überlastet. Ah, da ist mein Hund wieder. Yogi! Es tut mir so leid. Ich konnte dich nicht ordentlich beschützen. Spitzpfeil, Jagdpfeil. Den Rest lassen wir mal wieder hier. Ich kann mich gleich bestimmt nicht mehr bewegen. Oh, Yogi. Es tut mir so leid. Habe ich noch was Sieh für mal, was dich? ich für dich habe. Ich weiß nicht, ob ich noch was für Ganz ihn habe. lecker. Wenn das Hasenfleisch schon wieder um ist. Oh, sag mir bitte, dass ich was habe. Okay, doch. Ich werde ihm bestimmt kein Hundefleisch geben. Da, Hasenfleisch. Ah, so ein guter Hund. Hat so tapfer gekämpft gegen zwei andere Hunde. Achso, nee, schlafen wollte ich nicht. Ich wollte gucken, ob ich den Sack da öffnen kann. Was haben wir hier noch? Fässer und Säcke. Kann ich aber auch nicht reinschauen. Na, lass mich mal durch hier. Und hier drüben wahrscheinlich auch nicht. Nee, kann ich auch nichts mit anfangen. Ja, okay. Schön, dass das mal eine offene Kiste war und die auch noch voller Zeug ist, irgendwie voller Ausrüstung. Nicht schlecht. Das ist also das Lager im Wald gewesen, wenn man dem Trampelpfad folgt. Ach, okay, das ist hier das. Alles klar. Hier, wo auch Rauch aufsteigt. Ja, das ist ja eigentlich immer, genau, das sind eigentlich immer Lager. Kann man von ausgehen. Auch hier, da wird noch eins sein, das wir noch nicht entdeckt haben, wahrscheinlich. Obwohl, vielleicht war ich da sogar schon, das ist nur nicht eingezeichnet. Ja, die werden, glaube ich, nicht immer alle eingezeichnet, oder? Hier drüben. Naja, gut, okay. Wissen wir das auch, was sich dahinter verbirgt? Man hatte mir gesagt, und das fände ich ganz toll, dass es hier eine Truhe gibt, wo wir gestartet sind, zu Hause quasi. Da müsste ich auf jeden Fall jetzt mal schauen. Das werde ich zuerst mal ansteuern und schauen, ob ich da etwas in eine Truhe legen kann. Das wäre echt gut. Denn sonst, ich hatte nämlich gesagt, dass ja in der Umgebung von Scarlet, dass wir da keine Schenke und kein Wirtshaus haben und nichts und deshalb auch kein Bett und keine Truhe, was dann so ein bisschen schlecht ist, weil man hier dann dauerhaft überlastet ist irgendwie. Aber dann
hat man mir halt gesagt, dass es hier wohl doch eine geben soll, wo man halt gestartet ist zu Hause. Und das müsste ich jetzt mal überprüfen. Das wäre nämlich hervorragend. Und wenn dem so ist, dann vielen Dank für den Hinweis. Das ist auf jeden Fall sehr wertvoll zu wissen. So, kann ich jetzt überhaupt noch reiten? Nee, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss also erst was ins Pferd packen und dann reiten wir weiter. Da werde ich mal gleich wieder schneiden. So, jetzt kann ich zumindest wieder reiten. Und deshalb setzen wir unseren Weg fort. Oh nein. Ach nee, ach nee. So, aus der Richtung bin ich noch nie gekommen. Oh nein, warum ist denn hier schon wieder alles voller Gegner? Das gibt's doch nicht. Ich wollte doch nur nach Hause. Ich wollte nur nach Hause. Komme ich hier durch? Oh, oh je, oh je, oh je, oh je. Lasst mich in Ruhe. Komm, Yogi, wir verstecken uns einfach hier im Haus. Ich hoffe, es kommt keiner. Lasst uns einfach in Ruhe. Wobei, jetzt sitze ich hier drin und komme nicht wieder aus dem Ort raus. Kommt schon, beruhigt euch. Das Gefühl, es kommt keiner hinter uns her. Und es wird auch langsam schon wieder hell. Ich gucke mich mal im Haus um und schaue nach der Truhe. Oh nein, ich kann sie nicht öffnen, weil ich im Kampf bin. Ah. Das ist leider keine Inventartruhe. Das ist leider keine geteilte Truhe. Das ist aber die einzige Truhe, die hier ist. Das ist schlecht. Das ist leider nicht so eine Truhe, wie ich gehofft hatte. Also, wo ich Zeug reinpacken kann, das dann auch von überall wieder verfügbar ist. Oder meintet ihr einen anderen Ort? Steht hier irgendwo in Scarlets noch eine andere Kiste, eine geteilte Kiste? Sehe ich die auf der Karte? Nee, ich sehe immer nur Betten auf der Karte. Wenn überhaupt. Das ist schlecht. Da bin ich nämlich jetzt schon überlastet und kann entsprechend wenig anstellen hier. Beziehungsweise muss dann alles liegen lassen, was halt auch mies ist. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass es hier keine Kiste gibt, dann hätte ich mein Inventar noch mal ordentlicher aufgeräumt. Und halt wirklich so alles, was ich im Normalfall nicht brauche, halt wirklich alles aussortiert, damit ich so viel wie möglich tragen kann von den Briganten, die hier rumrennen.
Weil die haben ja schon wertvolles Zeug. Ich weiß nicht, vielleicht hier in der Schenke? Ach, guck mal, die kämpfen jetzt wahrscheinlich gegeneinander, ne? Da ist doch gerade noch mal einer umgefallen. Aber da sind schon noch einige da unten. Und da kommen sie auch schon. Und ich habe im Übrigen nicht gespeichert. Hä, wo laufen sie hin? Ach so, sie bekämpfen sich immer noch. Ja, macht das. Leute, macht das ruhig. Schön, ich habe quasi, glaube ich, die mich überfallen wollten, bis hierher gezogen. Und jetzt kämpfen die alle gegeneinander. Oder es waren wieder von Anfang an hier zwei Gruppen im Ort, die sich bekämpft haben. Das war ja beim letzten Mal auch so. Das kann natürlich auch sein. Wir schauen uns das mal aus der Entfernung an. Meine Gebete wurden erhört. Ah, verdammt. Ich werde dich finden, du elender Hund. Nein. Ich hab doch den Schild ausgerüstet. Warum? Hä? Den hatte ich eben ausgerüstet. Warum ist dem jetzt nicht mehr so? War's das schon? Lass meinen Hund in Ruhe. Der ist aber sehr hartnäckig. So. So weit, so gut. Oh, so viele wertvolle Sachen. Nein, nein. Und keine Truhe in der Nähe. Ach, komm schon. Ich kann das nicht alles liegen lassen. Was ist das für ein Schwert hier? Na, Magdeburger Schwert, das könnte auch wertvoll sein. Das nehmen wir uns mal. Oh Mann. Ich habe auch immer noch nicht gespeichert. Also wenn ich jetzt sterbe, dann fange ich wieder am Beginn der Folge an. Aber im Moment weiß ich noch sowieso nicht so recht, wie ich hier weitermachen soll. Ja, die Kumanen haben meistens nicht so wertvolle Sachen. Ja, so ein paar halt, aber... Was hat der hier? Eine kumanische Axt oder was? Naja, die ist nicht so doll. So, ich schau mal hier ins Gasthaus. Und ich muss aufpassen, hier müssten eigentlich noch welche sein. Würde ich zumindest von ausgehen. Vorne liegen noch so ein paar Überreste. Ein paar kumanische Überreste.
Käse. Dörrfleisch. So, ich schaue hier mal nochmal in die Schenke. Vielleicht gibt es hier so eine Truhe. Hätte es hier ein Zimmer gegeben? Na, da oben wahrscheinlich. Ach, da komme ich nicht rein. Ja, toll. Oder hier? Ja, hier steht auf jeden Fall ein Bett tatsächlich, in dem ich schlafen und speichern könnte. Aber auch keine Kiste, keine Truhe. Mann! Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Hier liegt noch jemand. Oh, so tolles Zeug. Na, jetzt kann ich schon wieder nicht mehr reiten. Nee, das ist schlecht. Dann muss ich den Plan abermals ändern, fürchte ich. Und erst doch nochmal irgendwo vorbei, wo es eine Kiste gibt. Oder halt, ich weiß halt nicht genau, wo die hier hätte sein sollen. Es hieß, da wo man gestartet ist, halt zu Hause in der Schmiede. Aber die Kiste, die dort steht, die Truhe, ist eine einfache Truhe und keine mit geteiltem Inhalt. Also ich weiß ja nicht, wenn ich da jetzt was reinlege, dann habe ich das nicht an anderer Stelle wieder... Dann kann ich es halt höchstens für eine Weile da reinlegen und muss es aber später wieder abholen oder so. Aber ich möchte ja so eine Kiste, auf die ich von anderen Orten auch zugreifen kann. Hm. Tja. So, holen wir Pebbles nochmal ran. Jetzt kann ich im Moment nicht reiten, nehme ich an. Genau, also erstmal wieder gucken, ob das Pferd noch irgendwas tragen kann. Okay, jetzt kann ich zumindest wieder reiten. Schnellreise kann ich immer noch nicht machen, aber wenigstens reiten an sich. Das Magdeburger Schwert, von dem ich eben sagte, das könnte was wert sein, ist es tatsächlich. Das ist über 2000, also knapp über 2000 Groschen wert, 2078 oder sowas, keine Ahnung. Habe ich gerade zufällig gesehen beim Umräumen. Also lohnt sich das mitzunehmen. Die Frage ist, ob wir es irgendwo gut verkaufen können. Bei einem Händler, der entsprechend viel Geld hat. So, mein Plan hat sich geändert. Wir werden diese Folge dann noch nicht mit der Untertage-Quest beginnen und uns hier bei Scarlets umschauen, sondern ich werde jetzt doch zurück nach Thalmberg reisen, beziehungsweise zu der Schenke zur Waldwiese. Und dann dort nochmal in der Truhe ordentlich mein Inventar aufräumen. Und dann schauen wir uns noch schnell die Maskerade-Quest an. Ich weiß nicht genau, was da jetzt noch alles kommt. Aber wir haben auf jeden Fall die Verkleidung zusammen. Und ja, mal sehen, was das bedeutet. Ob wir das jetzt schon abschließen können oder ob wir noch irgendwas tun müssen. Keine Ahnung. Das sehen wir gleich. Erstmal geht's Richtung Schenke. So, da sind wir. Die Schenke zur Waldwiese. Ach, das ist wieder so eine Folge, auf die ich für wahr nicht stolz sein kann. Also einfach dieses Hin- und Her-Gereise, 25 Mal den Plan und die Richtung ändern.
Und wenn man sich jetzt auf der Karte einen Tracklog anschauen würde, könnte man auch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, was macht sie da? Von Pribislavitz über Skalitz und Tallenberg zur Schenke, zur Waldwiese ist irgendwie... Naja, gut, jetzt sind wir hier und wir ziehen nochmal eben den Helm aus und alles. Und dann sprechen wir mit wem? Mit unseren Freunden scheinbar. Ich gucke nochmal gerade in die Quest rein. So, was hatten wir hier? Maskerade. Finde ein paar schwarze Federn, haben wir. Wir haben keine Rabenfedern, aber schwarze Federn. Beschaffe ein paar Tierzähne. Das sind sogar Wolfszähne. Und beschaffe eine Hundehaut. Haben wir auch. Und sogar optional den Hund bei Nacht getötet. So, suche Andreas den Wirt auf, sobald du Federn, Zähne und Hundehaut hast. So, sobald ich alles für die Verkleidung beisammen habe, muss ich das Zeug zu Andreas dem Wirt bringen. Falls er dann noch ein paar Sonderwünsche hat, zeige ich ihm, wie es ist, auf einen echten Barbaren zu treffen. Okay. Ach doch, ja, jetzt ist er markiert. Ja. Gut, dann sprechen wir mal mit Andreas über die Maskerade. Schön, dich zu sehen. Nicht wahr? Ich brauche einen Schank... Ach so, ich brauche einen Schankwirt für Pribislavitz. Ich kann ihn nach Pribislavitz holen, oder was? Will ich das? Er ist eine sehr zwielichtige Gestalt. Ich weiß gar nicht, ob ich so jemanden da haben möchte. Ich habe alles, genau. Da wollte ich eigentlich hin. Also, wir haben alles. Erstmal das. Machen wir erstmal das und dann sehen wir weiter. Ich habe alles verflucht. Wunderbar. Komm mit. Wieso dauert das so lange? Ach, was weiß ich. Bereit? Dann setz ihn mal auf. Das sieht doch schon besser aus. Wahnsinn. Das sieht verdammt gut aus. Ist das nicht so dick aufgetragen? Es ist perfekt. Würde ich dich so im Dunkeln treffen, würde ich mir einscheißen. Ja, echt. Genau so hat ein Kumane auszusehen. Sagt der, der noch nie einen gesehen hat. Ja, ich meine, genau so stellen sich die Leute einen Kuman vor. Ja, das ist nicht übel. Gar nicht mal so übel. Und wir fangen gerade erst an. Okay, Quest abgeschlossen, Maskerade. Und jetzt, was kommt als nächstes? Wollten wir jetzt nicht irgendjemanden, wir wollten doch jetzt irgendjemanden überfallen, oder? Ich hatte jetzt gerade schon ein bisschen Sorge, weil ich ja noch überlastet bin. Und das jetzt direkt, dann hieß es ja direkt, komm mit. Ich dachte schon, jetzt geht's irgendwie mit irgendeinem Überfall oder sowas weiter und dann bin ich überlastet. Das zum Glück nicht. Wir haben jetzt einfach dieses, ja, Kostüm mal anprobiert und ich habe es auch irgendwie jetzt genau hier, Kumanenmaske, die habe ich jetzt. Ein kumanischer Helm, der entsprechend den Zeugenaussagen über das Aussehen der Barbaren angepasst wurde. Und Kumanenverkleidung, kumanische Rüstung, die entsprechend den Zeugenaussagen über das Aussehen der Barbaren angepasst wurde. Okay, schön. Und die Quest haben wir jetzt damit abgeschlossen. Ich dachte, die geht jetzt noch weiter, aber wahrscheinlich ist das dann wieder was Eigenes. Schauen wir mal rein. Weil irgendwie fehlt ja der besagte Überfall noch. So, So, was hatten wir denn? Offenbar hat Willibald jedem von unverwundbaren Kumanen... Ach komm, wir lesen es nochmal von vorne, auch wenn es viel ist. Aber ist ja schon eine Weile her. Also, Maskerade. Matthäus und Fritz haben einen Plan ausgeheckt. Gewöhnlich bedeutet das jede Menge Spaß und jede Menge Ärger. Ich fand heraus, dass Fritz Andreas, den örtlichen Wirt, tatsächlich sehr gut kennt. Sie sind allerdings nicht die besten Freunde. Ich sollte Andreas den Wirt davon überzeugen, mit uns gemeinsame Sache zu machen. Am Ende stimmte er zu, bei den Überfällen mitzumachen. Hoffentlich haben wir uns dann nicht übernommen. Genau, hier ist immer die Rede von irgendwelchen Überfällen. Die fehlen ja jetzt noch. Wir haben uns bisher nur darauf vorbereitet.
Andreas, der Wirt, hatte die Idee, die Überfälle als Kumanen verkleidet durchzuführen. Unter Mühen gelang es mir, 3 Kumanenrüstungen zu beschaffen, darunter auch Helme mit Gesichtsschutz. Doch trotz meiner Anstrengungen zeigte sich Andreas wenig beeindruckt. Andreas, der Wirt, fand mein Erscheinungsbild als Kumane nicht furchteinflößend genug. Er schickte mich zu Milomir, der angeblich Kumanen aus direkter Nähe gesehen hatte. Nur wusste der einen Dreck. Der hat doch im Leben noch keinen Blick auf Kumanen geworfen, sondern plappert bloß nach, was andere ihm erzählt haben. Offenbar hat Willibald jedem von unverwundbaren Kumanen berichtet, die in Hundehaut gehüllt waren. So blieb mir nichts anderes übrig, als Hundehaut zu beschaffen. Je eher ich diese Erfahrung verdränge, desto besser. Ja, und schön? Na also, Andreas der Wirt war endlich zufrieden mit der authentischen Kumanentracht, obwohl ich eher das Gefühl hatte, dass wir wie Wanderbaden in billigen Kostümen aussahen. Brinus der Köhler erzählte den Leuten, dass Kumanen stets voller Rabenfedern sind. Also besorgte ich einige, zumindest welche, die wie Rabenfedern aussahen. Genau. Rabenfedern waren es eigentlich nicht. Okay, ja, damit haben wir diese Quest abgeschlossen. Und wie gesagt, jetzt fehlen eigentlich noch die Überfälle an sich. Jetzt weiß ich nur nicht, na, was haben wir denn jetzt mit dieser Treppe wieder für ein Problem? Ach, Junge. Ich komme die Treppe nicht hoch. Oh, Mann. Habe ich wahrscheinlich mit dem... Ist das so eine? Nee, das ist eine, die ganz durchgezogen ist. Es gibt ja die, habe ich ja schon mal gezeigt, die nur so, wo du halb, nur so halbe Trittstufen hast. Und du musst mit dem richtigen Fuß anfangen, sonst trittst du ins Leere. Die finde ich auch ulkig. Das ist aber gar nicht so eine. So, ich weiß nicht, vielleicht kommt daher der Ausdruck mit dem falschen Fuß aufgestanden. Also, dass es gar nicht aufgestanden wie aus dem Bett aufgestanden ist, sondern auf der Treppe aufgestanden. So, habe ich jetzt aber hier... Keine Ahnung, ich kann jetzt hier trotzdem nicht... Was ist jetzt mit den Überfällen? Gibt's hier was zu essen? Was liegt Interessantes an? Ah, okay, das ist das wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir fragen erstmal hier nach. Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Nichts, womit wir nicht fertig werden. Okay. So, und dann wäre das hier wahrscheinlich die interessante Frage. Ist hier in letzter Zeit etwas Interessantes vorgefallen? Bloß das Übliche. Verlorene Schafe und untreue Weiber. Sicher nichts, was dich interessiert. Hä? Ganz im Gegenteil, ich hatte eher an Aufträge gedacht, ja. Okay, ganz im Gegenteil, verlorene Schafe und untreue Weiber interessieren mich brennend. Ich sag das einfach mal. Sicher interessiert mich das. Schafe und Weiber, nichts beschäftigt mich mehr. Wo finde ich sie? Das hat sich erledigt. Die sind in den Wald gerannt. Die Weiber? Ich wollte dich gerade fragen, die Schafe oder die Weiber? Ach, lassen wir das Thema besser. Es steht nichts Besonderes an. Aber ich hab da was läuten hören. Einer deiner Nachbarn wusste Interessantes zu berichten. Wer? Ich kenne seinen Namen nicht. Etwa in deinem Alter. Er meinte, seiner Familie gehört die Skalitzer Schenke. Adam Junior also. Und was hat er erzählt? Er wollte nach Hause zurück, den Schaden in Augenschein nehmen. Und da hat jemand das Haus vor seinen Augen geplündert. Verstehe. Bin selbst an Plünderer geraten. Das ist aber nicht interessant, sondern eher traurig. Christlich ist es jedenfalls nicht. Die Sache ist die, Adams Familie hatte Geld im Keller versteckt. Das habe ich eben nicht gefunden. Ich bin eben noch da gewesen. Okay, das hat der Plünderer bestimmt längst verprasst. Wo ist der hin? Ich höre mich mal um. Ja, wahrscheinlich das hier. Ich hoffe, dass er uns trotzdem dann was sagt. Ja, oder ich frag das. Hat Adam dir gesagt, wohin er will? Er meinte, er will nach Ratai. Hat dort irgendwas zu erledigen. Wird nicht leicht, ihn zu finden. Im Moment wimmelt's dort von Leuten. Dann wirst du halt rumfragen müssen, oder? Scheiße auch. Soll ich dich dabei auch noch an die Hand nehmen, oder was? Nicht so unhöflich, mein Freund. Ich höre mich mal um. Mach das. Und frag ihn, wenn du ihn siehst. Vielleicht findest du etwas heraus. Okay, Verrußt. Das haben wir also jetzt als Quest. Alles klar. Finde den beraubten Mann in Ratai. Natürlich mal wieder Ratai. Hilf Andreas dem Wirt dabei mehr... Okay, was auch immer. Ich habe allerdings nicht vor, jetzt nach Ratai zu reisen. Da kommen wir ja sowieso regelmäßig immer mal wieder vorbei.
Und wenn wir das nächste Mal da sind, können wir das dann machen. So, und jetzt interessanterweise kann ich ihn hier fragen. Ich meine, ich habe doch eigentlich einen Schankwirt in Pribislavitz. Die Schenke läuft ja schon. Aber scheinbar kann ich ihn da auch irgendwie nochmal fragen. Er ist jetzt nicht die höflichste Gestalt. Ich weiß nicht, ob ich jeden Schankwirt fragen kann. Aber ich kann einfach mal gucken, was er daraufhin sagt. Brauchst du etwas Abwechslung? Wir bauen Pribislavitz wieder auf und die neue Schenke wäre was für dich. Bist du verrückt? Ich habe die beste Schenke in der Provinz und bin mein eigener Herr. Warum sollte ich das aufgeben? Ich kann dich also auf keinen Fall überreden? Gewiss nicht. Such dir jemand anders. Oh, ich habe die beste Schenke in der Provinz. Ich habe das reichste Dorf in der Provinz. So sieht's nämlich aus. Aber ich bin ein bisschen erleichtert, denn wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn da hätte haben wollen. Ehrlich gesagt. So. Ja, die Maskerade haben wir abgeschlossen damit und jetzt die neue Quest Verrußt bekommen. Wobei mir nicht so ganz klar ist, ob die jetzt direkt damit zu tun hat. Also warum, wenn ich das gestohlene Geld von dem Plünderer zurückholen möchte, warum muss ich dafür als Kumane verkleidet sein? Da tue ich ja fast nichts Unrechtes mit. Also irgendwie ist mir die Sache mit dem Kostüm ein bisschen unklar, wofür wir das unbedingt brauchen dabei. Achso, nee, Nebenquest, genau, Verrußt. Jemand schlich im niedergebrannten Skalitz umher und stahl, was noch übrig war. Es könnte nicht schaden, der Sache nachzugehen, insbesondere, weil es keine schlimme Sünde wäre, jemanden zu berauben, der selbst geraubt hat. Das meine ich, warum sollte ich dabei als Kumane verkleidet sein? Um das denen in die Schuhe zu schieben, irgendwie macht das für mich nicht so besonders viel Sinn. Andreas, der Wirt, meinte, Adam aus Skalitz hätte ihm von den Plünderungen erzählt. Angeblich hält er sich nun mit den anderen Flüchtlingen in Ratei auf. Warum sind die eigentlich überhaupt noch alle da? Die könnten doch alle mit mir nach Pribislavitz kommen. Aber die sind irgendwie alle in Ratei geblieben. Ich sollte Adam fragen, was ihm widerfahren ist und ob er mehr weiß. Andreas, der Wirt, hat zwar keine Arbeit für mich, aber dafür hat er von guten Gelegenheiten gehört. Sollte seine Informationen stimmen, steht ihm ein Anteil der Erlöse zu. So, so. Na gut, aber wie gesagt, nach Ratei wollte ich jetzt nicht direkt wieder zurück. Es sei denn, ich bekomme jetzt gleich noch den Hinweis, dass ein Turnier stattfindet. Aber ansonsten zieht es mich eher nach Skalitz. Und dafür müsste ich jetzt erstmal mein Inventar ordentlich aufräumen. Das würde ich jetzt auch machen und die Folge dann einfach hier schon beenden. Die ist dann ein bisschen kürzer, als momentan so der Durchschnitt ist. Aber ja, dem ist dann halt einfach mal so. Und in der nächsten Folge gehen wir dafür aber dann zurück nach Skalitz und schauen uns da ordentlich ein bisschen um. Hoffentlich. Und ja, ich bedanke mich trotz allem, auch wenn es heute mal wieder so ein bisschen meh war, die Folge. Ich bin so ein bisschen unzufrieden damit, aber naja, das kommt vor. Es kann ja nicht jede Folge toll sein. Von daher muss ich damit leben. Also, ich bedanke mich dennoch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.